Ja, vielen Dank und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Ja, wir haben für morgen die Sondersitzung des Landtages beantragt und dass wir das tun mussten und dass wir die Einzigen waren, die da auf dieser Sitzung darauf beharrten, dass diese Sitzung stattfindet, bestätigt das, was wir in der Aktuellen Stunde in der vergangenen Woche gesagt haben, dass wir Sorge haben müssen, dass die Demokratie tatsächlich gelebt wird im Land. Und ohne unsere Initiative wäre alles noch viel schlimmer. So, zu unserem Antrag, Grundrechte und Freiheit schützen, Ablehnung des dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Bundesrat durch das Bundesland Brandenburg. Wir haben diesen Antrag mit drei Punkten begründet. Zur fehlenden Beteiligung des Brandenburger Landtages wird Ihnen Frau Duggen gleich etwas sagen. Zu unserem Prinzip Eigenverantwortung wahrzunehmen, statt mit Verboten zu regieren, wird Ihnen Frau Bessin gleich etwas sagen. Und ich fange kurz etwas zu dem Punkt 2 unserer Begründung an, dass wir denken, dass das, was jetzt von der Bundesregierung oder vom Bundestag geplant ist, dieses dritte Infektionsschutzgesetz, sowie auch andere Maßnahmen, die von den Regierungen ergriffen wurden, einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheits- und Grundrechte darstellen. Und zwar deshalb, weil, ich betone es noch einmal, das Infektionsgeschehen diese Eingriffe nicht rechtfertigt. Und ich gucke mir Tag für Tag und Woche für Woche die Daten an. Ich gebe Ihnen die letzten Daten aus unserem interministeriellen Koordinierungsstab, die ich von gestern hatte. Da waren 63 von 1032 ITS-Betten mit Covid-19-Patienten belegt, 6,1%. Interessanterweise sind die Angaben im Intensivregister des RKI anders. Warum das so ist, verstehe ich nicht. Die zeigen ein gleiches Bild. Danach sind nämlich 49 von 805 ITS-Betten in Brandenburg mit Covid-19-Patienten belegt. Und auch die Fallzahlen in Brandenburg zeigen eben keinen exponentiellen Anstieg. Und wir wissen, dass die Fallzahlen problematisch sind, weil da eben jeder positive PCR-Test eingeht. Die Fallzahlen der ITS-Patienten, und das sind dann wirklich Kranke, waren am 5. 80 und am 15. November 91. Das ist kein exponentieller Anstieg der Covid-19-Erkrankung. Und auch das Infektionsgeschehen jetzt im Herbst, Spätherbst 2020, begründet eben nicht derartige einschneidende Maßnahmen, wie sie von den Regierungen getroffen werden. So. Warum? Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Unser Antrag, Herr Dr. Berndt sagt es eben, beinhaltet drei Ziffern. Ich kümmere mich jetzt um Ziffer 1, fehlende Beteiligung des Brandenburger Landtages. Wir als AfD-Fraktion bemängeln eben, dass die Fraktionen, die hier im Landtag vertreten sind, gerade die Oppositionsfraktionen, nicht ausreichend an diesen ganzen Maßnahmen beteiligt werden. Das ist auch ein großes Problem gewesen. Wir hatten das ja jetzt zuletzt in dieser Sondersitzung auch gehabt, dass eben der Landtag außen vor ist. Es werden Entscheidungen getroffen auf einer Ministerpräsidentenkonferenz, die dann später irgendwie noch in Landesrecht gegossen wird. Und wir werden daran nicht beteiligt. Das wird einfach über unseren Kopf hinweg entschieden. Das kritisieren wir. Das ist übrigens auch einhellige Meinung vieler Juristen, die auch sagen, dass gerade der Paragraph 28a dieses Infektionsschutzgesetzes eben nicht den Vorgaben des Parlamentsvorbehaltes genügt. Also die Parlamente hätten beteiligt werden müssen und das müssen sie auch nach wie vor. Es ist auch keine Interessenabwägung erkennbar. Herr Dr. Berndt hat das eben schon gesagt. Unverhältnismäßigkeit ist ein ganz großes Stichwort auch dieser ganzen Maßnahmen hier. Unverhältnismäßigkeit, in dem eben die Berufsausübung vieler Menschen eingeschränkt wurde. Die HOGA ist das, nennt Eingriffe eben in die Berufsausübung, in die Gewerbefreiheit, die nicht zu rechtfertigen sind und wo es eigentlich auch eine staatlich geregelte Entschädigungsgrundlage geben müsste. Das ist eben nicht der Fall. Es werden alle Unternehmer quasi im Regen stehen gelassen, so kann man das ruhig sagen. Es ist eine Entscheidung gewesen gegen die Leute, nicht für die Leute, das sehe ich so. Und kurz noch zu dem Antrag, auch eine
Also es hat ja im Bundestag hat es ja auch die Beteiligung gegeben vieler oder zumindest die Einholung vieler, sage ich jetzt einfach mal, Gutachten oder Stellungnahmen. Das ist hier zum Beispiel vom Verein Mehr Demokratie e.V. Der liegt mir hier auch vor. Ich zitiere ganz kurz: Gesetzgebung und parlamentarische Kontrolle der Regierung müssen unserer Ansicht nach auch in Krisenzeiten beim Bundestag verbleiben. Das kann man jetzt natürlich auf die Landesebene auch herunterbrechen. Das ist einfach nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, dass Parlamente einbezogen werden. Und eine Juristin von der Ruhr-Universität sagte auch gleich, diese ganzen Maßnahmen werden höchstwahrscheinlich nicht die Rechtsgrundlage im Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes finden und sind daher auch angreifbar. Ich zitiere nochmal ganz kurz aus der Stellungnahme des Vereines Mehr Demokratie e.V. Das ist ein ganz schöner Satz, den ich jetzt nochmal sagen möchte. Alternativlosigkeit festzustellen, ist meistens ein Indikator dafür, dass man nicht tief genug in diesen Abwägungsprozess, also der Interessenabwägung, eingetreten ist. Und das beschreibt eigentlich die aktuelle Situation sehr gut. Das war es erstmal von meiner Seite. Frau Gesine? Ja, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass Sie alle unseren Antrag gelesen haben, den wir gestern ja bereits online gestellt haben. Eigenverantwortung statt Verbote, das ist ja einer unserer Aussagen, die wir bereits seit längerem, seit fast von Beginn an dieser Corona-Krise schon immer wieder aufgeführt haben und eben bemängelt haben, dass die Eigenverantwortung viel zu wenig hier im Raum steht, dass Priorität bei der Regierung, sei es auf Landesebene oder auf Bundesebene, immer nur die Verbote spielen und die Vorschriften. Artikel 2 des Grundgesetzes kennen Sie sicherlich alle, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit wird darin garantiert. Und Artikel 2 Grundgesetz begründet aber auf gar keinen Fall irgendeine Art von vormundschaftlichen Staat und rechtfertigt auch keinen unverhältnismäßigen staatlichen Zwang. Vielleicht in dem Zusammenhang zwei Zitate von dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Hans-Jürg Papier. Er sagte nämlich auch, wer die Gesundheit der Bevölkerung schützen will, darf nicht beliebig in Grundrechte eingreifen. Und er sagt genauso auch, dass die Freiheitsrechte auch für jene Menschen gedacht sind, die eben nicht zur Gruppe des Mainstreams gehören. Was Sie daraus machen, ist jetzt Ihre Möglichkeit. Freiheit gilt für jedermann und deswegen ganz wichtig, Eigenverantwortung statt Verbote. Das heißt also, jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Der Staat hat lediglich die optimalen Bedingungen und Grundlagen dafür zu schaffen. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie einbezogen sind, was die Diskussion im Gesundheitsausschuss im Bundestag anging. Bereits die Bundesärztekammer hat ja angemahnt, mit dieser Situation des Coronaviruses pragmatisch umzugehen. Und in einem weiteren Positionspapier vom 28.10.2020 unter dem Titel Evidenz und Erfahrungsgewinn im weiteren Management der Covid-19-Pandemie berücksichtigen, haben etliche, und wirklich ist eine ganze Liste an Wissenschaftlern und Medizinern, die sich für eine Gebots- statt einer Verbotskultur ausgesprochen haben. Und sie haben die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung als nicht zielführend beschrieben. Wir mahnen immer wieder an, dass diese Politik sich eben nicht, also diese Politik der Landesregierung und der Bundesregierung deutschlandweit, nicht gegen die Grund- und Freiheitsrechte richten darf, sondern wir brauchen einen anderen Ansatz bei dieser Thematik. Wir brauchen erstmal eine sachliche Aufklärung statt Panikmache und Hysterie, die von vielen Politikern, aber leider auch von vielen Medienvertretern verbreitet wird. Wir müssen weg von einer Hysterie und einer Panikmache hin zu einem Weg der Zuversicht und vor allem Eigenverantwortung. Und der Blick muss auf den Schutz von Personen gerichtet werden, die wirklich gefährdet sind, diese umfassend zu betreuen unter Beachtung ihrer Persönlichkeitsrechte. Das muss unser aller Ziel sein. Und es wäre schön, wenn die entsprechenden Regierungen auch einsichtig in der Sache sind. Vielleicht weiß ich nicht, inwieweit Ihnen das bekannt ist. Unsere Kollegen in Sachsen haben ja ebenfalls einen ähnlichen Antrag unter dem gleichen Titel so rum eingebracht und ebenfalls eine Sondersitzung gefordert. Diese findet nun leider erst am Donnerstag statt. Es ist schade, dass es nicht vorher möglich war, auch in Sachsen eine entsprechende Sondersitzung anzuberaumen und einzuberufen, denn es ist wichtig,
dass man, so wie Herr Christoph Berndt es gerade gesagt hat und Frau Duggen, dass im Vorfeld darüber gesprochen wird, wie die Regierung sich zu positionieren hat und wir als Parlament nicht immer im Nachhinein nur über irgendwelche Entscheidungen in Kenntnis gesetzt werden. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Frau Ernst? Immer gerne in dem Zusammenhang der Blick über den Tellerrand in andere Länder, auch heute wieder. Ich würde gerne wissen von Ihnen, wenn Sie sich umschauen in den europäischen Nachbarländern, beispielsweise auch Großbritannien, Österreich, die jetzt einen sehr, sehr scharfen Lockdown gerade gestartet haben. Sehen Sie irgendwo ein Land, wo Sie sagen, die haben es besser gemacht? Da haben die Regierung oder die Landesregierung, je nachdem, das Ganze besser im Griff? Welches wäre es? Aber auch da geht es ja gerade in die andere Richtung. Also da werden ja gerade sehr starke neue Regelungen eingeführt. Also gibt es ein Land, das, wo Sie sagen, 1:1 oder fast 1:1 könnten wir das übernehmen, uns orientieren? Wir sagen Ihnen noch einmal, wir müssen für uns entscheiden und wir müssen entscheiden nach der Lage, die wir haben. Das heißt, wenn in der Wüste Gobi ein Sandsturm ist, dann stellen wir ja auch keine Plastewände in Berlin auf. Also wir müssen doch nach der Lage entscheiden, die wir haben und nach den Kenntnissen, die wir haben. Und die Kenntnisse, die wir haben, sind die, dass sich die Maximalschadensprognosen nicht bestätigt haben, dass die Letalität der Erkrankung nicht so ist, auch wenn das Virus verbreitet ist, dass es dann eben nicht diese Sterblichkeit zur Folge hatte und diesen Ansturm auf die Krankenhäuser, wie es befürchtet war. Und das zeigen die Zahlen, auch die aktuellen Zahlen von gestern noch. Und danach müssen wir doch unser Handeln ausrichten. Wir können doch nicht nach Maximalschadensprognosen gehen und wir können nicht nach Erfahrungen und nach den Bedingungen anderer Gesundheitssysteme handeln. Wir müssen nach dem handeln, was bei uns gegeben ist, nach unseren Bedingungen und nach unserer Verantwortung. Und egal, wie anderswo es aussieht, auch wenn es andere Bundesländer übrigens, um jetzt mal auf die Sitzung morgen zu kommen, wenn andere Bundesländer anders entscheiden, dann ist das überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass wir in Brandenburg, die Brandenburger Landesregierung, da einfach mitgeht. Zur Not muss die Brandenburger Landesregierung sagen, mit uns nicht. Also halten Sie sich mal vor Augen, Frau Ernst. Dieser Gesetzentwurf zum dritten Infektionsschutzgesetz wurde am 3. November eingebracht. Das war ein Tag, nach diesem sogenannten Lockdown-Light beschlossen wurde. Danach, zum Legitimieren. Dann ist es in den letzten 2 Wochen bis gestern. Also vorige Woche war eine Expertenanhörung im Bundestag, Frau Duggen hat dazu berichtet, die auch, bei der ja deutlich wurde, dass es Kritik gibt an den Inhalten dieses Gesetzentwurfs, an der Form, auch an den formalen Fehlern, also an den Rechtschreibfehlern und so weiter und so fort. Es gab massive Kritik. Und während dieser ganzen 14 Tage, auch nach den Expertenanhörungen, ist dieser Gesetzentwurf ständig noch verändert worden. Es gab ständig Änderungsanträge der Bundesregierung, der Regierungsfraktionen. Gestern im Gesundheitsausschuss sind noch unzählige Änderungsanträge beraten und beschlossen worden. Ich möchte wissen, wer aus der Regierung, also auch aus der Brandenburger Landesregierung, denn die haben dann ein 96-seitiges Beschlussempfehlung vom Gesundheitsausschuss fertiggestellt. Wer hat denn dieses Papier gelesen bis morgen, bis Herr Woidke im Bundesrat abstimmt? Und dann wird eben morgen im Bundestag abgestimmt und gleich danach im Bundesrat. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch die Vorführung einer Demokratie wie in der DDR, wie in der Volkskammer. Da kann sich doch kein Parlament und übrigens, ich bin überzeugt, auch kaum ein Regierungsvertreter ernsthaft mit der Materie befassen. Wer will denn das ernsthaft abwägen, ob die Tiefe der Eingriffe und die Berechtigungen, die da erteilt werden, zum Beispiel, dass die Bundeswehr eingesetzt werden kann in solchen Lagen, ob das wirklich begründet und gerechtfertigt ist? Und das wird, da komme ich jetzt auf Ihre Frage nochmal, Frau Ernst, angesichts dessen, dass wir eben nicht in einer Lage sind, wo unser Gesundheitssystem kollabiert, ist das nicht gerechtfertigt. Ich bin dafür, das sagen wir auch, dass man die Situation gut beobachtet, dass man sich auch anguckt, was passiert anderswo. Dass man jetzt nicht träumend durch die Gegend geht. Aber meine Frage ging ja eher dahin, dass Sie sagen, gibt es ein Land, wo Sie sagen, da... Ja, nach meiner Kenntnis war Schweden ein gutes Beispiel dafür, wie man mit den Dingen umgehen muss. Aber das ist ja jetzt auch mal anders. Ich meine auch demokratietheoretisch. Also gibt es ein Land, wo Sie sagen, da funktionieren die Strukturen, da wird es abgewogen, da wird es sozusagen, läuft es anders? Das Beispiel war für mich hier bisher Schweden und ich hoffe, das neue Beispiel ist Brandenburg. Ab morgen. Und sonst kein Land, wo Sie sagen, da läuft es besser. Hat einer mal ein Beispiel? Weiß ich nicht, entscheidend, aber das ist auch nebensächlich. Wir haben eine Eigenverantwortung. Und wenn es kein anderes Land der Welt gäbe, dann wären es wir es. Gut, Herr Lassino, als nächstes dran? Ja, es sind Fragen über Slido angegangen und die erste kommt von Kollegen Michael.
Es sind Fragen über Slido eingegangen und die erste kommt vom Kollegen Michael Sauer, Bier für Bild und BZ. Herr Berndt, die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zeigt auch keinen exponentiellen Anstieg, sie sinkt sogar. Sollten wir Gurtpflicht und Tempolimits aufheben? Nein, aber das zeigt, wir machen ja auch wegen der tödlichen Verkehrsunfälle und davon wird es mehr Todesopfer geben als vielleicht von anderen Geschehnissen. Wir führen ja deswegen keinen Lockdown ein. Der Kollege möchte auch noch wissen, wie außer durch Hausarrest wollen Sie die knapp 40% Risikopersonen in der Bevölkerung schützen, wenn draußen das Leben ohne Abstand und Maske tobt? Herr Kollege Sauerbier, Sie haben doch gesehen, dass die Einführung der Maskenpflicht nicht verhindert hat, dass das Infektionsgeschehen im Herbst wieder ansteigt. Wie kommt Herr Sauerbier also dazu anzunehmen, dass die Maskenpflicht dieses Infektionsgeschehen in irgendeiner Weise positiv beeinflussen könnte? Ich weiß es nicht, aber dass die Maskenpflicht jede Menge negative Einflüsse hat, das ist sicher klar. Gut, dann bitte vorne. Genau, zwei kurze Fragen. Also Sie würden jetzt im Zusammenhang, dass jetzt seit zwei Wochen dieser Teil-Lockdown in Kraft ist und wir eine Abflachung der Kurve sehen, da würden Sie keinen Zusammenhang herstellen. Und zum anderen, nach den Ausführungen wären ja gestern die Verhandlungen zwischen Ministerpräsidentin und Bundeskanzlerin ohne Ergebnis in Ihrem Sinne, oder? Ja, wichtig ist, die Dinge abzuwägen und zu prüfen, welche Eingriffe sind gerechtfertigt, welche Eingriffe sind nicht gerechtfertigt. Die Eingriffe parlamentarisch zu prüfen, dafür braucht man angemessen Zeit. Ich will nochmal, also insofern ist jeder Stopp und jedes Aufhalten dieser Eingriffe richtig und gut, weil wir die Zeit für eine ordnungsgemäße Prüfung brauchen. Und die ist in diesem Prozess des dritten Infektionsschutzgesetzes nicht gegeben. Das ist ja geradezu exemplarisch nicht eingehalten. Ich habe die erste Frage vergessen. Trotzdem nochmal Ihre Einschätzung zu der Nichtentscheidung gestern in der MP-Konferenz. Vielleicht ganz kurz, und die andere Frage wäre gewesen, kein Zusammenhang zwischen 14 Tagen Teil-Lockdown und dem Verlauf der Infektionskurve, den wir jetzt beobachten, die jetzt hier abflacht, doch nachweisen? Ja, aber das ist ja, würde sagen, das ist eine Geschichte, wie es damals erzählt wurde, auch im Frühjahr. Also wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, dann sieht man, dass im Frühjahr, als dann das Infektionsgeschehen erstes Drittel März abstieg, dass das war noch vor Beginn des Lockdowns. Insofern ist die Frage, natürlich werden die Regierungen immer sagen, die Verlangsamung des Infektionsgeschehens ist die Folge unserer Maßnahmen. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, das ist einfach, da gibt es natürliche Bedingungen, dass diese Maßnahmen das in dem Maße nicht entschieden haben. Na klar. Vielleicht die Gegenposition dazu. Sie haben ja auch alle festgestellt, dass nach dieser Black Lives Matters Demo oder nach den beiden Querdenken-Demonstrationen in Berlin es auch gar keinen exponentiellen Anstieg oder überhaupt Anstieg von großer Bedeutung gab, was die Corona-Infektionszahlen angeht. Und das können Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht in irgendeinen anderen Zusammenhang bringen, der jetzt im Gegenaspekt zu dem Lockdown steht. Da fehlt ja dann auch die Frage, warum gab es damals keinen Anstieg, wo doch so viele tausende Menschen zusammen waren, vielleicht die Abstandsgebote nicht eingehalten haben und auch keine Masken getragen haben. Und diese Frage können sich ja immer stellen, warum es überhaupt jetzt in den ganzen letzten Monaten zu diesem Anstieg der Zahlen kam, obwohl es doch schon so lange diese Abstandsregeln gibt und schon so lange das Maskengebot gibt, Infektionsschutz und so weiter. Das kann ja auch keiner begründen, warum trotzdem die Zahlen steigen. Und aus juristischer Sicht gesehen noch einmal, dass es keine Entscheidung gab jetzt zwischen Herrn Woidke und Frau Dr. Merkel. Das Problem ist doch vielmehr das, dass wir vorher einbezogen werden müssen. Das ist auch wieder nur so ein Teilaspekt, der dann betrachtet wird. Aber wir müssen doch dahin kommen, dass wir als Parlament zuerst einbezogen werden, dass vielleicht auch Herr Woidke mit einem Auftrag dort in diese Verhandlungen geht, die er auch von uns bekommen hat aus diesem Parlament. Denn ich denke, er ist auch ein Dienstleister diesem Parlament gegenüber. Und morgen werden völlig wieder diese ganzen Expertenanhörungen werden morgen, wird das abgestimmt, dieses Infektionsschutzgesetz oder die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und da spielt es keine Rolle, ob es gestern eine Abstimmung zwischen Herrn Woidke und Frau Merkel gegeben hat. Gut, dann Herr Lasinger. Ja, die 20 Minuten sind ja eigentlich schon vorbei, aber es gibt noch eine Frage vom Kollegen Michael Sauerbier, der nämlich gerne noch wissen möchte, welche negativen Einflüsse hat denn die Maskenpflicht? Bitte belegbare Beispiele.
Naja, da muss man sich die Maske nur mal ein paar Stunden aufsetzen, dann weiß das jeder. Gut, dann beende ich die Pressekonferenz. Vielen Dank für die Teilnahme.